So, hallo Leute, da bin ich wieder. Und ja, letztes Mal haben wir DK geschlagen, direkt im ersten Versuch, und ich habe den Statmaster 4000 vorgestellt. Jetzt wollen wir mal kurz den Gewinn verschachern. Ich habe einen Pest gewonnen, werde ich in nächster Zeit nicht brauchen. Darum kann ich das auch verkaufen und mir eine weitere Karte upgraden. Ich bin mir gerade nicht mal ganz sicher, was genau jetzt kam. Das war so ein bisschen das Wichtigste. Antimatter. Ich glaube, ich werte ein Pulvi oder die Firefly Queen. Ich glaube, ich nehme einfach die Firefly Queen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was man machen sollte als nächstes. Ah, jetzt kriege ich Elite Fireflies, die 4 statt 3 Schaden machen und Feuer statt Leben generieren. Gut. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Danach, also die Pulveris werde ich auf jeden Fall bald upgraden, da die dann nur noch 2 Gravity statt 3 brauchen und ja. Morte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie mit Gift, ich. Okay. Ja, wichtig ist, da schnell irgendwas gegen zu hauen, damit ich nicht zu viel Gift drauf habe. Ich habe 4 Shadows Gratitudes, kann ich 20 pro Runde mitteilen. Und 2 Sanctuaries nochmal. 8, also ich kann 28 pro Runde, kann ich durchaus besiegen. So, Pulvi raus, Electrum Hourglass raus. Und Schad raus. Das ist schon halbwegs angenehm, so schnell in Action zu kommen mit den Supernoven. So, ziehen. Ja, ein Miracle habe ich im Deck. Halt mich einmal voll auf für 15 Light. Ist wirklich so eine Spezialkarte, die man auch nur einmal im Deck haben braucht. So, jetzt hoffe ich, dass ich schnell noch 2 weitere Entropy bekomme, damit ich den hier antimattern kann. Dann, yes. Wäre schon mal richtig gut. Weil sonst wäre ich auch ganz schnell tot. So, Antimatter drauf. Sieht trotzdem gerade nicht besonders gut aus. Ach. Da habe ich jetzt nicht mal genug Quanta. Ach ja, ich habe ja Entropy. Antimatter kriege ich so oder so. So, den spielen, das spielen, damit ich weiterziehen kann. Tower, ich habe jetzt 7 Tower drin. Habe ich beinahe alle jetzt gezogen. Ich brauche aber mehr Heilung. Ich mache den Boneyard auf jeden Fall wieder kaputt. Und ansonsten hoffen, dass ich hier auf 15 relativ schnell komme. Weil sonst bin ich bald tot. Oder das. Damit können die alle schon mal nicht mehr angreifen. Er kann nicht angreifen und die beiden machen weniger Schaden. Man sieht, ich habe auch noch auf jeden Fall einen grünen Fitzel da übrig. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es wisst. Vermutlich ja. Man kann die Teile nicht zerstören mit Permanent Shattern hier so, sondern ich würde nur eine Ladung entfernen. Gut, ich habe gerade 18. Mache ich dann tatsächlich einmal so drauf. 8, nicht 18. Ich will immer eins im Hintergrund haben, falls er irgendwas Böses spielt. Ja, ich brauche Kreaturen. Am besten eine Firefly Queen, aber das geht auch. So. Firefly Queen, damit man viele Kreaturen macht und ganz schnell die Bone Wall zugrunde haut. So, ich werde, da ich mich halbwegs gefangen habe und zur Not das Miracle habe, keine Karten mehr ziehen. Ich habe nur noch 13 im Deck, das ist nicht mehr allzu viel. Und ich muss erstmal durch die ganzen Bone Walls kommen.
Ja, ich bekomme gerade mehr Leben, als ich verliere. Er hat eine Plaque draußen, das heißt, ich würde nach 7 Zügen mit dem Vieh drauf gehen. Einen ziehe ich. 7 Züge. Naja, muss ich das Risiko eingehen. Also er wird mich vergiften. Das heißt, in 7 Zügen sterbe ich, aber in 7 Zügen kann ich das Spiel größtenteils gewonnen haben. Von daher ist das okay, denke ich mal. Das mache ich erstmal darauf. Nur zur Sicherheit. Auch wenn erst, wie gesagt, die Miracles sowieso dran kämen. Ja. Each turn ein Fire. Ist gar nicht so schlecht. So, ein weiterer Drache. Den werde ich jetzt wieder antimettern. Und dann sieht das doch Ganze auch schon wieder nach Sieg aus. Das abgrasen. Okay, das verringert die Zeit ganz schön. Das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem noch ist alles in Ordnung. Ist nicht übermäßig gut, aber in Ordnung. Gut, der ist weg. Das heißt, da er als erster Bug attackiert er als erstes und da er den höchsten Schaden hat, wäre es schlimm gewesen, wenn das gegen die Bone Wall gerichtet wäre. Gut, er hat keine gezogen. Ich weiß auch nicht, wie viele er noch im Deck hat. Der letzte Lava Golem wäre jetzt nicht schlecht. Ja, noch ein Deadly Poison. Ja, da. Einfach nicht genug Gift, um mir irgendwie Schaden zu bereiten. Ja, jetzt ein bisschen spät für die Quintessenz, aber egal. Na komm. Noch 2 Züge und ich sollte gewonnen haben. Ja, das reicht nicht, um mich zu besiegen. So, jetzt kann ihn nur noch eine Knochenwand retten. Oder ein Improved Miracle. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe noch 4 Runden. Ha. Und die sterben recht schnell. Da kann ich so nichts machen. Das ist ein ganz mieser Trickrad gewesen. Und er hatte den vorher auch nicht auf der Hand. Das heißt, er hat ihn genau richtig auch noch gezogen. Komm, spiele nicht diesen. Ja, gut, den brauchte ich. Jetzt habe ich noch eine Chance. Unten vielleicht ein Drachen? Deadly Poison, naja. Hauptsache, er zieht nicht noch eine Wand. In 2 Runden, das kann ich kaum schaffen. Scheiße, das Spiel hätte ich nicht verlieren müssen. Dürfen. Brauchen. Aber nächste Runde kriege ich ihn einfach nicht platt und ich habe ja nur noch einen Zug. Was eine nutzlose Niederlage. Super, Bone Wall. Die hilft mir nichts. Ich hatte auf einen Drachen gehofft und das hat trotzdem nicht gereicht. Mist. Ja, 27 HP hat er übrig. Ja, was soll's. Ich habe 464. Gegen Morte. Los. Gleich. 464. Und weiter geht's. Okay, Eliteness, Life Rush Deck mit Wasser, viele Kreaturen ganz schnell. Kurz gesagt, das wäre richtig, 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 richtig nützlich, würde ich ganz schnell ein Schild rausbekommen. Hat, soweit ich weiß, keine Möglichkeit zur Perma-Control. Also darum muss ich mir keine Sorgen machen.
Ja, auch damit ich nicht zu viel Gift drauf bekomme. Enchant Artifacts, die braucht doch kein Mensch gerade. Das hilft mir gerade alles nichts. Ja, mal wieder ein. Gut, das hilft mir richtig was. Jetzt kriege ich das raus, ich kriege das raus. Und die Firefly Queen leider nicht. Dazu fehlt noch ein bisschen was. Noch kein Problem, aber es wäre echt cool, würde ich die Firefly Queen bald rauskriegen. So ungefähr. So, den Tower, das Teil muss auf jeden Fall weg. Und ja. Antimatter fehlt auch noch ein bisschen zu. Aber es sieht schon mal besser aus. Es sah besser aus. So. Dich hole ich zu mir. Shard of Gratitude. Damit sollte ich zumindest den nächsten Zug überleben. Wenn auch nur knapp. Okay, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich bin so gut wie tot. Dass ich aber auch. Da mangelt es dran. Hätte ich das Ice Shield spielen können, hätte ich gute Chancen gehabt. Ja, jetzt ist es natürlich eh zu spät. Achtundsechzig gegen Eliteness. Eliteness, Niederlage. Ups, falsche Zeile gleich. 168. Und eins passt noch rein. Vielleicht wird es diesmal ein Sieg. Ich hoffe, dass meine Gewinnrate so. Ja. Vorher war sie 25%, grob 20 bis 25. 40 könnten schon sein mit den ganzen Supernoven. Ich meine, inzwischen ist das Deck ja schon halbwegs abgegradet. Der Anfang sieht so mittelmäßig gut aus. Fire Queen hatte, glaube ich, auch nicht allzu viel Creature Control, also Permanent Control. Das ist wieder mal die Hauptschwäche. Viele von den Viechern hat sie auf jeden Fall. So, kommt die Super Nova und ich kann nichts damit anfangen. Letzte Runde hatte ich auch schon so viel Feuer zufällig gezogen. Vielleicht packe ich noch einen Tower oder so rein. Na gut, eine Firefly Queen sollte man bei der Fire Queen erwarten. So, das kommt auf jeden Fall. Sehr schön. Kann die auch erstmal nichts produzieren. Das ist doch traumhaft, da ich brauche. Time, ich will Time haben. Damit ich mein Electrum Hourglass spielen kann und ein bisschen schneller vorankomme. Antimatter-Inverse Teil halt. Gut. Jetzt kann ich das spielen, ich kann das spielen und wie gesagt, keine Permacontrol, da kann ich mir die sparen. Sowieso, meistens mache ich Schildwaffe. Ja, mit Enchant Artifact in diesem Fall ist das gar nicht so notwendig. So, was hast du denn? Emerald Tower. Und was habe ich da? Noch eine Supernova. Ja, toll. Das ist das Problem, wenn man nur drei Kreaturen im Deck hat. Manchmal kommen sie einfach nicht.
Oder ein Pulvi wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, Permafrost-Schild. Und das drauf. Naja, kann ich erstmal benutzen, bis ein Pulvi rauskommt. Denn die Teile muss ich auf jeden Fall wegbekommen, sonst habe ich hier niemals eine Chance. Und ein Lava-Golem und... Irk. Kein Aether. Und das heißt, er kann snipen und firebolten. Ah, das war gerade ein großer Fehler, nicht drauf geachtet, dass ich die nicht spielen kann. Und was macht er da gerade? Und müssen mehr konnte er erfrieren. Gut, diesmal mache ich das aber nicht. Nee. Ich hoffe, dass ich eins dazu bekomme, weil ich natürlich nicht tue, damit ich diesen scheiß Golem spielen kann. Gott! Na gut, ich habe nur 3 Tower. Das ist nicht besonders viel, aber trotzdem. Wetten darauf abgehen, dass es auf Aether abzielt? Natürlich! 2! Guckt euch! Alles voll! Und 2 gehen auf Aether! Sorry, aber dieses Spiel will einen manchmal doch verarschen. Alles habe ich im Überfluss, weil ich zum Punkt, wo ich es nicht brauche. Und das Einzige, was ich gebrauchen kann, werden 2! 2 von genommen. Ja, danke. Das erschädigt so ein bisschen. So. Auf die Firefly Queen ging's. Ja, wird trotzdem noch hart genug. Nicht von den Gegnern, sondern dass ich in der Zeit ihn töte. Fahrenheit. Nö. Ist nicht so schön. Gegen das Ausdeckproblem hatte ich mir schon mal überlegt, ob ich mir nicht einen einzelnen Eternity reinsetze. Und damit die eigenen Kreaturen die ganze Zeit wieder auf die eigene Hand verbanne. Ist nicht... für mich gar nicht so dumm. Ach komm, ich brauche Aether. Damit ich weiter seine Karten klauen kann und vielleicht so eine Firefly Queen abgreifen kann. So wird das nichts. Und er hat natürlich volles Leben die ganze Zeit, weil ich meinen keinen der beiden Pulvis, die ich da drin habe, ziehe. Natürlich nicht. Oh Gott. Und damit... hole ich mir den einfach mal. Das nervt. Ich brauche einen Pulvi und ich krieg da mal wieder nichts drauf. Och, das kann doch keiner was mit anfangen. Runde muss ich vermutlich schon mal mit Mykel einsetzen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Und was? Okay, die 3 Firelances haben mich überrascht. Aber es sah auch so nicht besonders gut aus. Meine Herren. ...392, das war gerade gegen... Fire Queen, genau. 392. Und damit sind es nur 25%. Score per Hour ist sogar noch positiv. Ja, Total Earned ist natürlich ein bisschen runtergegangen, weil ich hier jeweils minus 30 für das, was ich gezahlt habe, bekommen habe. Nun ja.
Ich würde sagen, das geht dann nächste Folge weiter. Macht's gut.